Good morning, Vietnam! Heute im Review die Waffe für alle Fans der Vietnam-Ära, das M60 Maschinengewehr von LCT. Los geht's! Mein Name ist Dennis und ihr seht den Sniper-S YouTube-Channel. Vor mir habe ich ein Exemplar des M60 VN Maschinengewehrs von LCT, was wir vorab von LCT schon zum Review zugeschickt bekommen haben. Dieses Monster wiegt ganze 10 Kilogramm, ist damit genauso schwer wie das Originalvorbild und was diese Waffe alles drauf hat, zeigen wir euch jetzt im Review. Neben M16A1 und M14 zählt das M60 Maschinengewehr zu den wohl bekanntesten Vertretern der Waffen aus der Zeit des Vietnamkrieges. Das M60 von LCT ist fast ausschließlich aus Stahl hergestellt. So bestehen zum Beispiel der Flashhider, der komplette Außenlauf, das Zweibein, das komplette Gehäuse, Zuführdeckel sowie alle Bedienelemente wie Kimme und Korn, Ladehebel, Tragegriff und Slingaufnahmen allesamt aus Stahl. Am Vorderschaft wurde hier kein billiges Plastik, sondern genau wie beim Original hochwertiges Gummi verbaut. Das gleiche Material wurde auch bei der Wangenauflage sowie an der Schulterstütze und am Pistolengriff verwendet. Das war einiges zur äußeren Beschaffenheit der Waffe. Wir schauen uns jetzt weitere Details an, fangen wir immer vorne an und arbeiten es nach hinten durch. Das Zweibein eignet sich sehr gut für das Schießen im Liegen. Natürlich kann man die Beine umklappen. Zum Abmontieren des Zweibeins muss man einfach den Flashhider entfernen. Dieser wird mit einer Mahnschraube fixiert. Nach dem Lösen kann der Flashhider abgeschraubt werden und danach kann man das Zweibein abnehmen. LCT hat auch beim Lauf auf absoluten Realismus gesetzt, denn man kann den Lauf wie beim Original auch entfernen. Dafür muss man zuerst den Laufsicherungshebel nach oben klappen. Danach kann man den Lauf mit samt Pop-Up-Unit nach vorne herausziehen. Auf der Oberseite sind beim Laufsicherungshebel noch Markings angebracht worden, die genau dem Originalvorbild entsprechen. Der Tragehebel ist hier so stabil gefertigt, dass er ohne Probleme den 10 Kilogramm des M60 stemmen kann. Die Dioptervisierung ist hier einen genaueren Blick wert. Die Visierung besteht aus einer nach Seite und Höhe verstellbaren Kimme in einem umlegbaren Kimmenrahmen auf dem Gehäuse. Das Korn auf dem Kornsockel nahe der Laufmündung ist dagegen fest. Erwähnenswert ist, dass die Kimme so präzise und hochwertig wie das Originalvorbild gefertigt wurde. Der Zuführdeckel ist hier natürlich auch aus Stahl und lässt sich nach dem Betätigen des Hebels nach oben klappen. Klappt man den Zuführdeckel nach oben, kann man von hier aus auch die Hop-Up-Unit bequem einstellen. Zu Dekorationszwecken kann man hier auch einen echten Patronengurt im 7,62mm Kaliber einhängen. Die Sicherung der Waffe befindet sich nahe dem Pistolengriff auf der linken Seite. Hier kann man zwischen Safe und Fallauto wechseln. Aufgrund der hohen Kadenz sind hier allerdings kaum einzelne Schüsse möglich. Beim ersten Schießen der Waffe waren wir vom LCT-typischen Ansprechverhalten begeistert. Wir kommen jetzt zum interessanten Teil des Reviews, nämlich zum Schusstest. Da die Waffe nur 0,5 Joule hat, hat die Waffe natürlich den Vollautomodus, den ich jetzt mal antesten darf. Ab die Post! Ja, macht auf jeden Fall viel Spaß mit der Maschine zu schießen. Wie es allerdings mit dem Trefferbild auf 15 Meter ausschaut, schauen wir uns jetzt genauer an. Im Indoor-Schusstest auf 15 Meter war die Streuung doch etwas höher, was sich aber natürlich auf den 0,5 Joule begründen lässt. Der Sinn von 0,5 Joule Waffen liegt ja bekanntlich nicht in der außerordentlichen Präzision, sondern eher in der hohen Kadenz und die hat es beim M60 von LCT in sich. Denn das M60 schafft ganze 1200 Schuss die Minute. Die Munitionszufuhr erfolgt hier über ein 3500 Schuss Hi-Cap Magazin. Dieses besteht aus einem Karton mit innenliegendem Trichtermagazin, in das die BBs einfach reingeschüttet werden. Wir sagen Goodbye Speedloader. Angetrieben wird das Hi-Cap-Magazin mit einem Motor, der die BBs durch den Kanal zur Waffe führt. Hierfür werden 4x Doppel-A-Batterien benötigt. Den Button zum Betreiben des elektrischen Hi-Cap-Magazins kann man entweder an der Waffe oder auch am Munitionsbandolier befestigen. Auf den ersten Blick etwas störend ist hier der Pappkarton, den LCT als Munitionsbehälter benutzt hat. Allerdings hat sich LCT hier auch wieder am Original orientiert, denn beim Original wurden die Patronengurte in den Pappkartons geliefert. Die Pappkartons wurden dann einfach in das Bandolier eingehängt. Der für den Betrieb der Waffe notwendige Akku wird hier hinten in der Schulterstütze untergebracht. Dafür klappt man den Zuführdeckel hoch. Hier ist genug Platz für einen 11,1 Volt LiPo-Akku. Der Durchladehebel ist beim M60 auch bedienbar, hat hier allerdings keine Funktion, sondern dient lediglich dem Feeling. Hier noch ein kleiner Funfact am Rande. Die Waffe wurde zur Zeit des Vietnamkrieges auch The Pig genannt, da sie beim Abfeuern klingt wie ein grunzendes Schwein. Ja, das kann ich von der Airsoft nicht behaupten. Allerdings bin ich trotzdem Feuer und Flamme für dieses Gerät, da ich auch sowieso eher Fan von historischen Waffen bin. Wenn ihr also auf der Suche nach einer wirklich besonderen Waffe der Vietnam-Ära seid, dann sucht nicht länger, denn bald haben wir die M60 VN von LCT auch im Shop. Das Maschinengewehr ist unerreichen Realismus, hat daher natürlich seinen Preis, aber dafür bekommt ihr 10 Kilogramm reine Power. Ich komme hiermit zum Ende des Reviews und hoffe, dass euch dieses Ungetüm im Review gefallen hat. Falls ihr weitere Fragen habt, besucht uns auf www.snipermuseus.de.
Schreibt mir hier bei YouTube direkt in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail an video@sniper-eis.de. Abonniert außerdem unseren YouTube-Channel, indem ihr hier unten direkt auf den Abonnieren-Button klickt. Dazu haben wir euch hier auf der rechten Seite noch 3 weitere Videos verlinkt. Wir wünschen viel Spaß beim Anschauen. Das war's soweit von mir und dem M60VN von LCT. Ich gehe jetzt noch die 3000 Schuss im Magazin verschießen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.